Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen hier jetzt wieder Magic the Gathering. Oder genau gesagt Magic Duels. Also Magic the Gathering ist, heißt der volle Titel. Und die Episode Düstermond ist da. Jawoll. Was ist Düstermond? Eine neue Episode, in der der Planeswalker Liliana, eine sehr sexy Frau, die schwarze Planeswalkerin, die Macht der Toten, gegen die das Infallen der Eldarsari ist und gleichzeitig die anderen Planeswalker ein bisschen verändert. Dazu gab es auch auf der Comic-Con da gibt es ja immer Special Magic-Karten für spezielle Leute, die da auf der Comic-Con sind. Ich weiß nicht genau, welche sind das. Die sind sehr, sehr teuer, diese Magic-Karten. Und da möchte ich jetzt mal, ich werde jetzt hier gleich ein Standbild machen von den Mitteln machen und jetzt einfach mal die Karten gegeneinander halten. Original Planeswalker gegen Planeswalker von der Comic-Con mit Start dieser Episode, wollte ich gerade sagen. So kann man es ja schon fast nennen. Edition. So. Und wir wollen tatsächlich mal gucken, was die Story uns zu bieten hat. Wir spielen ja hier jede Story durch. Und zwar ist es Eldris Moon. Oder Düstermond auf Deutsch. Eldrith? Eldrith? Ich spreche das hundertprozentig nicht richtig aus. Aber wir wollen natürlich Düstermond spielen auf Deutsch. Ja, und wenn wir die Geschichte des Düstermond abschließen, kaufen wir mit Storm Booster Pack um neue Karten. Ja, ja, das kennen wir alles schon. Die gelehrte Damiyo. Das ist auch ein Planeswalker, worauf Jace, der blaue Planeswalker, diese findet. Aus der letzten Episode, wer die Geschichte ein bisschen verfolgt hat, ich weiß es nicht. Naja, er findet diese hier und das ist so der Planeswalker in dieser Episode. Neben Liliana. Naja. Tamiyo ist einer Spur nach befremdlichen Geschichten gefolgt, die sie zu einem Ring aus verzerrten Steinen unter einem tosenden Wolkenwirbel führte. Der Ring ist an mehreren Stellen abgebrochen. Irgendjemand oder irgendwas Riesiges muss ihn von Kreaturen durchquert haben. Ja, wir wissen auch schon was, das sind die Eldarasi. Ich spreche das mal schon vor, weil die erkennt man hier auch schon. Hinter sich bemerkt sie Bewegungen dunkler, humanider, also menschlicher Gestalten, die den eisigen Fluten des Meeres entsteigen. Also... Humaniden sind ja menschenartige Gestalten, wenn es nach dem Bild sind, sind aber Eldarsari, denn also Mensch-Eldarsari müssten das sein. Ja, Mensch-Eldarsari sind es. Interessant. Das heißt, die Eldarsari haben die Menschen irgendwie zu ihrem Wirt genommen. Und wir haben jetzt ein vorgefertigtes Deck. Es ist nichts von mir. Das heißt, diese Karten hier drin sind, kenne ich nicht unbedingt auch, weil ich habe mir tatsächlich aus der Edition selber nur ein paar Karten gegönnt. Nicht so besonders viele, nur ein paar. Und zwar die für meine Augen am besten sind. Inzwischen habe ich ein ganz gutes Gespür dafür, welche Karten tatsächlich teurer werden und welche nicht. Natürlich kaufen mir auch Karten, die momentan so 6 Euro teuer sind. Die fallen dann erstmal wieder. Und im Normalfall zum ungefähr bei ein Drittel bis zwei Drittel der Karten. Es schwankt. Sagen wir mal die Hälfte, dann sind wir gut dabei. Die Hälfte der Karten steigt dann auch am Wert. Habe ich ein ganz gutes Gefühl inzwischen. Na egal, Wert beiseite, gehen wir jetzt auf die Karten ein. Was macht denn diese tolle für 2 Mana 1-2? Tappe eine nichtmenschliche Kreatur deiner Wahl. Gut ist für die Geschichte ganz nett. Fliegend, wenn der Apothekengeist, finde ich Namen den geil, den finde ich geil, den Namen, jetzt schon, der ist gut, muss gut sein. Ins Spiel kommt, falls du einen anderen Geist kontrollierst, erhältst du 3, naja, 4 Mana, 3 Leben für, wenn ich noch einen anderen Geist kontrolliere. Na gut, und hier können wir Kreaturen exilen, die so lange weg sind, wie die Verzauberung das. Ist schon okay. Und ich würde sagen, als Einstieg nehmen wir einfach mal eine weiße Karte. Weil wir haben ja auch ganz viel Weiß und den kann ich dann ja sowieso umsonst legen, sobald ich eine Ebene im Spiel habe. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, dass wir hier zweifarbig spielen, auch wenn der Computer das sowieso weiß. Bla bla bla. Oh. Oh, eine ältere Karte. Wenn der Grenzlandwaldläufer, schöner Name im Deutschen immer, ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einem Standardlandkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du dies tust, mische deine Bibliothek. Okay.
So, wir spielen zweifarbig, haben wir. Wir spielen dreifarbig, haben leider nur zwei drauf. Okay, hätte ich das mal gewusst. Kann man ja nicht alles wissen. Erinnert mich an Stark, die verseuchten StarCraft-Einheiten. Kleines Update. Es gibt wieder Transmutkarten und es gibt Halbtransmutkarten, also Fusionskarten, um genau zu sein. Mal gucken, wie sie diese umsetzen. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du die Grabratten und eine Kreatur namens Mitternächtliche Grabplünderer besitzt, und kontrollierst, schicke beide ins Exil, verschmilze sie und dann zu einem fuchsenden Wust. So sieht dann die Endkarte aus, wenn sie verschmolzen ist. Die muss man ja auch als echte Karte dann ziehen, oder? Eile, bedrohlich, man kann sie nicht wirken. Skill und erhalte andere Kreaturen, die du kontrollierst. Jetzt frage ich mich gerade nur mal so von mir aus. Im Trailer waren immer die Karte zu sehen und eine halbe Karte. Ich weiß nicht, ob die auf der Rückseite abgebildet ist. Wenn das nämlich die volle Karte ist, dann hat sie die Converted Casting Cost 0 und man kann sie nicht casten. Es gibt aber die Methode Cascade und dann könnte man diese Karte mit Cascade ins Spiel packen. Das heißt, alle Cascade-Karten... Gucken wir mal, was Verschmelzen sagt. Es gibt drei bestimmte Paare von Karten, die verschmelzen. Sie werden auf der Rückseite gedreht und jeweils zu einer Kreatur kombiniert. Eine verschmolzene Kreatur funktioniert wie andere Kreaturen. Wenn man dann ins Spiel verlässt, teilt sie sich wieder in die... Ja, und die... Ah, okay. Ich möchte aber mal die Kartenversion sehen, die Pappversion. Ist egal, er spielt die und er muss beide haben. Alles klar. Warten wir mal ab. Wir können die auch beide verschmelzen lassen und dann aus dem Spiel nehmen. Also alles nur halb so wild. Jetzt habe ich das Problem, dass ich auch an dem nicht vorbeikomme. Ja gut, dann machen wir einfach weiter. Da greife ich nicht an. Ja, mir ist das ein bisschen zu schade, die jetzt für den da zu offen ist. Nee. Der wird wahrscheinlich noch bessere Karten spielen. Scheiße. Ich bin zu blöd. Ich wollte die tappen und habe nicht aufgepasst, dass der Kreis ja wieder durchgelaufen ist. Mir fehlt wie hier, dass ich sagen kann, okay, er möchte angreifen, ja, ist okay. So, dass ich dann sagen kann, ist okay, oder ich möchte was machen, dass dieser blöde Kreis läuft, ich muss mich dann bemühen. Sorry Leute, jetzt habe ich zwei Schaden umsonst reingekriegt. Ah, es lief nicht so pralle. Aber das ist gut. Dann werde ich mit dem hier einfach blocken, passt schon. Ja, dreifarbig, keine Überraschung. Das wird er die wahrscheinlich gleich verschmilzen und ich werde mächtig in die Fresse kriegen. Werd mir dann eine Lehre sein, aber ich habe noch nie gegen diese Fusionskarten gespielt, muss ich zugeben. Ich kann also nicht abschätzen, inwieweit das tatsächlich so Überraschungsmomente sind. Auftauchen. Du kannst diesen Zauberspruch wirken, indem du eine Kreatur opferst oder die Auftauchkosten bezahlst, abzüglich der umgewandelten Mana-Kosten der geopferten Kreatur. Wären in dem Fall 2, das heißt, er würde 5 kosten, also 5, 6, 7, 8, ach, vergiss es. Wenn der blablabla wirkt, ziehe eine Karte. Fliegend, alles klar. Ist die Frage, zieht er sich dann tatsächlich ab? Achso, dann kostet die 6 minus 2. Ah, dann kostet 4, deswegen. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden, dann war das einfach nur mein Fehler. War das einfach ein bisschen dumm. Ciao, Pinocchio. Blau haben wir nur einmal, dann heißt, ich hole mir mal eine zweite blaue. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir ihn mal in die Fresse. Ah, ich hätte ihn erst nochmal wirken sollen. Ah, ich bin zu doof. Ja. Gut. Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Ich bin's nicht. Ach, guck mal, der stackt jetzt. Das ist eine nette neue Anordnung.
Ach, den hätte ich jetzt nochmal schon. Ich bin so doof. Das habe ich einfach. Ich habe zu sehr gequatscht. Gucken, was er jetzt Nettes wirkt. Was kann die denn? 4 Mana und kann überhaupt nichts. Das ist ja super. Ist ja eine ganz tolle Karte. Wir haben leider keinen anderen Geist, deswegen würde ich den gerne ein bisschen aufbewahren. Wenn ich ihn jetzt tappe, kann ich ihn zwar angreifen. Ach, wisst ihr was? Ich bewahre den nicht auf. Jetzt kann ich ihn auch nicht mehr tappen, aber ist egal. Dann soll er mir 4 reindrücken, dann greife ich mit einem an. Das passt schon. Borst. Er greift nicht an, hätte ich an seiner Stelle gemacht. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen besser. Aufblitzen. Das heißt, er kann ihn jederzeit spielen. Weniger und wenn der hat, also der Unterwassergrab Behemoth hat Flugsicherheit, solange er in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Okay, das heißt, ich kann in diesem Zug den jetzt nicht rausnehmen. Das heißt, er wird den weg sich. Ja, genau. Hätte ich an der Stelle nicht gemacht. Ich hätte das jetzt erst zum Angriff gemacht, weil jetzt ist er zwar flugsicher. Fluchsicher. Aber ich kann ihn jetzt nächste Runde einfach wegtappen. Oh, ich muss nur aufpassen hier. Ablenkung, Land. Jetzt spielt er irgendwas. Ich habe einfach mal abgebrochen. Ah, dann kann er eine Karte ziehen. Jawohl. Und er ist weggetappt. Beide gleich stark. Wir nehmen mal den Großen raus. Ab ins Loch. Das hört sich auch irgendwie falsch an, oder? So. Das ist die Ansage, mach was, Kollege. Kannst du nicht? Ah, jetzt werden die auch abgefangen. Moss. Eigentlich müsste er erst angreifen, dann den wegopfern. Er greift nicht an, er will blocken. Zerstöre eine Kreatur in der Wahl. Ihr Beherrscher verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 dazu. Ja, für die Casting-Kost von 6 ist das schon mehr oder weniger okay. Tappen ist immer eine gute Sache. Vor allem, es macht ja auch Sinn, die großen Kreaturen hier mit rauszunehmen, weil jetzt könnte er für 2 auch eine ganz große reinjumpen, ne? Das ist eigentlich voll heftig. Wenn ich übergehe, du könntest hier so ein Mega-Vieh, das wären 8 minus 7. Das heißt, für ein Mana könnte er das ein fette Vieh spielen. Alter. Das ist krass. Erinnert mich an eine Karte, die hieß Transfusion. Artefakt-Transfusion, genau, Artefakt-Transfusion. Ha! Mitternächtliche Grabplünderer. Kennt ihr die noch? Die dann den komischen anderen Heini werden? Ja, ja. Da sind die. Ach, wartet mal ab. Wenn der Grabräuber, ich habe gar nicht geguckt, was seine eigene Fähigkeit ist, kannst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit umgewandelter Karte kostet 3 oder weniger und Friedhof... Altobelli! Oh, und ich dachte, der spielt den jetzt. Ich dachte, jetzt spielt er die... Au, da hätte er mich aber hier
nageln können. Oh, endlich mal was anderes als ein Land. Bringe 2-1-1 weiße Geisterkreaturen mit flugfähiger Duells 2 Lebenpunkte. Ja, komm. Ist das hier? Ach, direkt spielen. Ah, das geht jetzt auch. Die leider sick sind. Ja. Nee. Versuch's gleich mit den Geistern. Ja, du brauchst so viel Mana wie ich. Ich habe aufgepasst. Jetzt kann er nichts mehr reinjumpen lassen, was mit angreift. Ja, jetzt werde ich gepoppt. Wieso transformieren die nicht? Zu Beginn des Kampfes, in dem dein Zufall... Er hätte die... Ah, er hat sie weggeopfert und er hätte sie einfach nur behalten müssen. Und die Ratte ist der ausschlaggebende Part gewesen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Clever. Hm. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 4 plus 2. Nicht schlecht. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt. Und falls sie ein Mensch war, bringe einen 1-1 weißen... Oh, das ist sehr nett. Das Ding spielen wir mal raus. Mana haben wir genug. Aber wir wollen gewinnen. Er hat nichts Fliegendes mehr. Hauen wir mit den Geistern. Ein Geist mit einer fetten Rüstung. Rüstung des Monstertöters. Gefällt mir die Ausrüstung, zumindest in diesem Format. Mein Problem ist, ich habe mir keinen Timer gestellt. Ich weiß nicht, wie lange jetzt diese Folge geht. Ich überlege gerade, ob ich... Das sind ja 5 Teile, ob ich aus jedem Teil eine Folge mache. Ich glaube, so mache ich das. Dann sind die Folgen etwas kürzer. Ihr habt ein bisschen mehr Story. Ich hoffe, es ist okay. Ja, ich werde das so machen. Ich werde das erstmal so machen. Das matte Licht ihrer Laterne fällt auf gefallene Kulissen des Unterwassergrabs. Ihre entstellten Gesichter sind ob der vielen Tentakeln kaum zu erkennen. Ihre Gliedmaßen sind verdreht und aufgebläht. Okay. Ich habe eben gerade das Bild recht an. Welche Macht hat diese groteske Veränderung hervorgerufen? Als sie aufblickt, erhält das blasse Mondlicht in der Ferne die massive Silhouette des Eldazari-Titan Emrakul. Die über Innistrad schwebt. Ich kenne Emrakul noch als 15-15 kann ich Ziel von farbigen Zaubersprüchen werden. Wenn man castet, kriegt man extra Turn. Verfressen 6 oder wie das da hieß. Das heißt, wenn er angreift, muss man 6 permanent, also der Gegner erstmal opfern und total fliegen und das. Aber den gibt es jetzt glaube ich auch als 13-13 in dem etwas günstiger. Okay, das war die erste Folge. Der erste Kampf. Und ich sag ja, 5 Stück sind's. Und beim nächsten Mal seht ihr dann, was wir beim nächsten Mal in der nächsten Story hier von Düstermond sehen bei Magic the Gathering. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es ist okay, dass es kürzere Folgen sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.